Mein Name ist Christian Ströbele. Ich bin hier bei Dislike. Gut, wir fangen an mit Stahlgewitter. Ströbele ist so ein selten dämlicher, ekelhafter Gutmensch. Noch nie im Leben gearbeitet und linksextreme Phrasen dreschen. Gutmensch bin ich gerne. Und dass ich nie gearbeitet habe, es kommt dran, was Arbeiten ist. Jedenfalls habe ich 30 Jahre lang als Rechtsanwalt gearbeitet und auch 20 Jahre im Deutschen Bundestag. Und das war da manchmal ein 12- bis 14-Stunden-Tag. Also ich habe das Arbeit genannt, aber das war natürlich überwiegend Lesen, Diskutieren und manchmal auch Gesetze schreiben. Greta X, der Ströbele kifft scheint zu viel, dass er nicht mitbekommt, was hier oft so abgeht. Naja, daran stimmt schon nicht, dass der Ströbele überhaupt kifft. Der hat noch nie gekifft. Der setzt sich nur unter anderem mit dem Song Gib das Hand frei seit vielen Jahren dafür ein, dass die Leute, die kiffen, mindestens gleich behandelt werden, denen, die Bier trinken oder Wein trinken oder was anderes machen, weil ich denke, Kiffen ist noch die am wenigsten gesundheitsschädliche Droge, ist auch eine Droge, aber daran ist noch keiner gestorben, während Alkohol- oder Zigarettengenuss oder Missbrauch jedes Jahr 10.000 Menschen allein in Deutschland sterben. Peter Rothschild. Ströbele ist ein Antideutscher, xenophiler, islamophiler und täterschützender Multikulti-Freak. Also auf Multikulti stehe ich nur schwer. Mein Wahlkreis ist ja hier gewesen, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg Ost. Und da habe ich die Multikulti-Kultur sehr immer unterstützt und auch genossen, soweit das ging. Wenn du mich anmachen willst, muss ein anderes Wort wählen. Mr. Blonde. Kann man nicht den Ströbele in die Psychiatrie einweisen und zumindest nach Saudi-Arabien auswandern? Nee, da will ich nicht hin. Also erstens ist mir da zu warm. Zweitens ist die Gesellschaft überhaupt nicht meine dort. Und drittens führen die Krieg, und zwar einen ganz schrecklichen. Da würde ich sofort wieder abreisen. Und in der Psychiatrie, wisse, da sollten solche Leute, die sowas schreiben, vorsichtig sein. Ich habe so in meinem langen Leben viel Erfahrung gemacht, dass welche, die anderen sowas vorwerfen, dann selber in Gefahr sind. Aber ich will mich da nicht näher zu äußern. Ich kenne ja Mr. Blond auch gar nicht. Marie Juana. Er hätte so viel besser zu den Linken gepasst. Tut mir leid, aber ich kann nicht zu allen passen oder nicht bei allen sein. Wenn ich dazu passe, ist ja prima. Können die sich ja freuen, dass ich zu ihnen passen würde, aber da müssen wir noch ein bisschen warten oder noch lange. Vergeblich. Jens Zerl. Ströbele ist der einzige Politiker, den ich überhaupt noch ernst nehme. Na bitte. Und das, obwohl ich die Grünen völlig ablehne. Ihm nehme ich aber ab, dass er wirklich seinem Gewissen folgt und es ihm um die Sache geht. Er ist quasi das genaue Gegenteil von Herrn Lindner. Reicht da nicht mehr viel zu sagen. Der Mann hat einfach recht. Also die Kommentare, die ich hier gelesen habe, die waren ja überwiegend harmlos. Ich bin eigentlich viel Schlimmeres gewohnt und damit verabschiede ich mich raus in die Hitze des Frühsommers in Berlin. Ja, wenn ihr weiter solche Kommentare zu Kommentaren lesen wollt, empfangen wollt, dann müsst ihr hier klicken. Und wenn ihr Videos angucken müsst, müsst ihr irgendwie hier unten klicken. Na, ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist, aber ihr werdet schon wissen.